Ja, sehr gerne, Mann. Herzlich willkommen zurück am Stück bei Assassin's Creed Origin. Habt ihr wieder was dabei? Als Kupfer. Okay, darfst du behalten. Diesmal nicht. Großer und wilder Flavius. Preiset Flavius mächtige Mähne. Erzürnt ihn nicht. Flavius den Lüsternen. Hier, Flavius der Lüsterne. Das war Flavius der Lüsterne. So lüstern war der gar nicht, fand ich. Fünf Pelze, heilige Mutter Gottes. Ja, da rennt er auf dem Felsen hoch. Hihihi. War doch nicht alles so easy going für dich, Hombres. Hombre? Nicht Hombre. Das Haar spricht man in dem Fall ja nicht, hab ich gelernt. Kann auch mit dem Mikrofon ein bisschen zu kämpfen gehabt, du. Meine Fresse, manchmal du. Wodka. Die Wüste macht Platz für ein zivilisierteres Land. Zumindest wollen die Römer uns das gerne glauben machen. Ich find's ja eigentlich relativ schick, muss ich sagen. Endlich mal was Grünes. Ruht sich aus, trinkt, keine Crocs, ein paar Tigerchen. Keine Crocs. Oh. Ah, schön. So. Booyaka Sam, Homie. Nice Pelze, das zählt jenes. Oh, das ist traumhaft dicker. Drücke V für Vogel. Ziel olakisiert. Ich weiß ja nicht, warum das Ziel beim Piemanns mal lokalisieren müssen, anstatt einfach mal selber zu suchen, aber hey, okay. Für ganz Freude, für jeden Käsenvogel. Das muss der Hof sein, den Aya erwähnte. Jemand muss den Löwen hier doch gesehen haben. Und die Leiche da eventuell, aber okay. Ups, was jetzt? Ich wollte gerade looten anfangen. Was geht bei dem? Meinen heiligen Eid, vergib mir! Hä? Hey Mädels, beruhig dich mal, du dumme Frieden. Kuh! Ich bin nicht dein Feind! Es tut mir leid, es ist nur... Er hatte so ein sanftes Wesen! Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Behindert? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm. Suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxila, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Sie standen ihm im Weg. Wo ist der Loot? V für Vogel, okay. Sieht pfeiltechnisch aus, 3 von 9, das ist super. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Diese Grausamkeiten des Flavius hier, sie machen mich krank. Er wird nicht aufhören, bis er Rom erreicht. Dann ist auch die Stadt seinem gottlosen Ehrgeiz ausgesetzt. Es sind noch Soldaten hier. Wir müssen vorsichtig sein.
noch? Ich bin ein fetter Killer. Ich finde es halt scheiße, die Brennbomben so wenig Damage machen, ne? So, sehr schön. Naja, meine Grenze geplant. Hallo, Attentat! Oder was wartest du? Besser Wetter? Hä? Schrei doch nicht. Was hast denn du? Ist alles für dich okay? Gib dir Gefieder ab. Hallo? Ich gebe gar nichts. Na super. Erstmal hoch. Gibt's hier was? Tote. Es muss doch jemand überlebt haben. Frauen, Kinder. Vielleicht in einem Versteck. Ja, sieht schlecht aus. Nö, hier gibt's nichts zu looten. Hallo, Omi. Nenet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern, mein Sohn Kade, einfach jeden. Und dann kam er. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Steinen verscheuchen. Etwas Goldenes, Leuchtendes in der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich, alles hier weinte und schrie, rannte und starb. Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet, ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht, biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben, wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich habe die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen. Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Wirst du Flavius folgen? Echt jetzt? Ich muss. Die Alte ist blind. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Ja, und ziemlich sportlich. Läuft. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Ja. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Du wirst ihn wiedersehen, im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene, das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines Kar. Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines. Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Was wollen Sie von Nenets Sohn, Kade? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerüchte, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Gegen Ägypten? Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenet zu meiner Klinik in Balagrai, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann. Okay. Mit dem Feuer spielen. Wir gucken Nebenquesties. Stufe 33, Stufe 35. Ja, machen wir mal die. Die ist wo?
Da lang. Gibt's da was? Schnellreisepunkt auch noch gesagt, brauchen wir hier noch einen, oder? Hat mich das getäuscht? Nö, hat mich nicht getäuscht. Wir haben da oben sogar noch eine Nebenquest. Die Römer, die holen wir uns kurz. Die Richtung ist aber Schnellreisepunkt. Ja, dann passt's ja. Was macht denn der Esel da? Hm, was weiß ich. Ich bin ja nur ein armer Tölpel. Das, was ich weiß. Ich guck mir die Augen gerade noch. Ah, manchmal die Schmerzmittel. Das nervt. Okay, sie müssen hier und da einen Juckreiz. Das liegt dann, das ist keine Allergie, sondern es geht halt direkt auf die Nerven drauf. Okay, die haben nichts dabei, was interessant wäre. Ich meine Croc Lever. I don't understand this, homie. We need Croc. All of this bullshit. You understand it? Okay, homie. Neuer Ort entdeckt. Verärgere den Vorarbeiter nicht. Wir wollen nicht, dass er uns zum Aquädukt versetzt. Dort ist es wie im Schlund des Hades. Ich traf gestern Vetter Hoy. Er sagte, die Römer werden bald Exempel an den Leuten statuieren. Ein paar Kehlen aufschlitzen. Römer? Ha. Manchmal frage ich mich, ob herzukommen die richtige Entscheidung war. Fayum ist gar nicht so übel. Fertig? Gut. Der Vorarbeiter lässt die Wachen nach uns sehen? Wir beschweren uns nicht. Wir arbeiten hart. Ich bin keine Wache. Ich bin ein Magi aus Siva. Behandelt ihr euch schlecht? Die Arbeit sieht sehr schwer aus. Nein. Im Vergleich zu den Sivanern am Aquädukt behandelt man uns wie Pharaonen. Das würde ich nicht sagen. Gibt es Probleme beim Aquädukt? Dieser patzige Ingenieur, Vitruvius. Unsere Landsleute schuften sich zu Tode. Und jetzt ist auch noch die römische Armee dort. Das bedeutet nichts Gutes. Ich sehe mir das mal an, Seni. Ja, kann man machen. So, alles trifft sich aber doch recht gut. Warte, hier war noch eine Stadt irgendwo. Ah ja, okay, lol. Und du bist so dran. Ort wird schwer bewacht. Schwer bewacht. Lass ich nicht lol, Mann. Sonst noch irgendwas hier? Hallo? Ah, da drüben haben wir noch Etelbasi. Sehr schön. Ah, die bauen eine Brücke oder was? Oha. Rast halt total aus, mein Freund. Es gibt aber einen Haufen Arbeit. Oh, was habt ihr dabei? Nix. Attentat, gleich herge, zack, bam. Ich würd's gern. Wir können hier leider nicht OP werden, weil Level Cap. Ich find's doof, man, warum mache ich immer Level Cap? Kann man es einfach nochmal abschaffen? Irgendwie so ein Algorithmus machen, dass er halt über dann entsprechend mehr Erfahrungspunkte braucht, was ja gar kein Problem darstellen sollte eigentlich, meiner Meinung nach. Nee, ein Kolosseum kann es nicht geben. Das ist eine Brücke. Ah, nö. Mutter hoch. Ernsthaft. Hier gibt's aber nichts, schade. Erdendeckt. Kyrenaika-Aquädukt. Aquädukt, Aqua, Wasser. Wassertransport. Ach man, Magi. Verarschst du mich jetzt? Da kann man sich nicht hochziehen. Nö, man muss hier drüber laufen können. Sind aber Haufen Viecher unterwegs hier. Holy Crap-a-Roni. Nicht schlecht. So, nein, du kletterst jetzt da nicht, nein. Du kletterst erstmal schön brav da hoch und holst uns den Schnellreisepunkt. Sonst haben wir nicht später das Problem. Wir müssen so zig Trilliarden Kilometer laufen, da habe ich keinen Bock drauf. Ein Hepp, ein Hepp. Und nochmal. Dankeschön.
Kannst du jetzt mal aufhören? Ich hab's kapiert. Sonst springt ihr mir noch irgendwo in den Tod rein. Da ist noch was. Und was ist das andere? Ah ja, okay, das sind Wachen. Sturzflug, Piepmatz! Geiler Shit, raschelt voll aus der Vogel. So, dann holen wir uns noch mal kurz das Zeug. Und dann... Och, Bayek, echt, du bist eine Flasche, Alter. Da kannst du nicht langhangeln, oder was? Selbst Schlabber Croft kriegt das hin. Und du Freak, nicht? Mann, 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 Mann. Oh. Ja, das hätte auch weh getan. So. Und hüpf. Sollte ich unentdeckt bleiben. Wege? Alles clean? So. Perfekt. Da hast du rüber kurz das Ding holen. Gibt's da wieder einen Hintereingang? Heimliche Katze! So, also haben wir noch alles. Vielleicht löst die Peitsche deine Zunge. Ist keine Peitsche. Meine Arbeiter tragen keine Schuld. Schickt mir Soldaten mit etwas Verstand oder wir finden meine Dioptra nie. Feldherr Agrippa wird davon erfahren. Ein Römer, der sich für Ägypter einsetzt. Erbärmlich. Sag Agrippa, ich brauche echte Soldaten, die mir im Kampf gegen diese Diebe helfen. Und jetzt zurück zu euren Weinschläuchen, ihr nutzlosen Faulpelze. Please. Lass mich die lieb haben. Bist du dafür verantwortlich, dass sich mein Volk zu Tode schuftet? Dein Volk? Es ist mein Volk. Ich halte es unter diesen äußerst widrigen Umständen am Leben. Doch wer bist du, mein ägyptischer Freund? Bayek von Siva, Beschützer dieser Menschen. Nun, Bayek von Siva, ich bin Vitruvius und entgegen der herrschenden Meinung sind nicht alle Römer eure Feinde. Wenn du deinen Leuten helfen willst, dann hilf mir. Unser Werkzeug wurde gestohlen. Mein Messinstrument, die Dioptra, ist wichtig. Ohne sie stoppt der Bau des Aquädukts. Die Lakaien des Feldherrn geben meinen Arbeitern die Schuld. Vielleicht suche ich nach deiner... Dioptra. Mit ihrer Hilfe könnte dieser erhabene Fluss bald die Felder der Kyrenaiker bewässern. Sprich mit Dedi bei der Baustelle. Er hatte sie zuletzt. Fortuna sei mit dir, Bayek von Siva. Dankeschön. Oh, was haben wir da noch? Feldherr Agrippa, die Arbeit am Aquädukt läuft gut. In den letzten 4 Monaten konnten wir die Hauptteile des Bauwerks errichten. Das irgendwann den Bauernhöfen um die Zitadelle sauberes Trinkwasser bringen wird. Welch gute Arbeit wir für diese Menschen tun und dabei muss es nicht bleiben. Ich möchte mit dir über andere Bauprojekte sprechen, die ich im Sinn habe. Einige Verbesserungen für Bäder und auch Bauten zur Verteidigung von Städten von den Flavius und das Volk von Kyrene profitieren könnten. Oh ja, dann schick den Scheiß doch da. Oh, das rotzt ab, du. Boden liegt auch noch was. Ja, dass du den Seelefriede hast. Meine Fresse. So, Ziel lokalisiert, darf ich jetzt lesen. Meine Geduld ist bald am Ende. Vitruvius, ich habe die freie Hand gelassen, um den Bau des Aquädukts so abzuschließen, wie du es für angebracht hältst.
Ich ließ sogar den Quartiermeister zusätzlich Rationen für deine Arbeiter bereitstellen. Bei allem ging ich davon aus, dass der angehobene Fluss bis zum 6. Monat fertig sein würde. Stattdessen wurden die Arbeiten komplett eingestellt. Meine Geduld ist bald am Ende. Wenn der Bau nicht innerhalb eines Tages wieder aufgenommen wird, werde ich unserem Prokonsul Flavius bitten, dich persönlich zu besuchen, um deine Männer zu motivieren, Feldherr Agrippa. Renate, hört ein Bett. Renate, Wodka. Ah, läuft da wild rum. Na, Trauma. Oh, Kupfertransport. Das sind doch die Schweine von gerade eben, ne? Die Bastardos. Die müssen doch auch irgendwie hochkommen. Haben die keine Leitern? Oder klettern die alle so wie wir? Das ist ja crazy. Wobei, ich muss noch recht überlegen. Bist du Diddy? Bei Hades Feuerzwickel, ich hab sie nicht. Bitte. Hä, haut er ab? Ernsthaft? Der haut ab? Diddy, warte! Ach, Budgek. Junge, der macht dich grad nass. Der Feldarbeiter. Hallo? Ganz ruhig. Ich kill dich nur. Ich tu dir nichts. Doch. Aber sag mir, wo die Dioptra ist. Meine Frau brachte mir gerade eine frisch gebratene Hähnchenkeule zum Mittag. Es muss schon Wochen her sein, seit ich... Klingt köstlich, aber kommen wir zu diesem Werkzeug. Dein Essen hilft nicht weiter. Oh, verstehe. Also, ich ließ die Dioptra in der Höhle. Und als ich wiederkam, war sie weg. Gestohlen von Wölfen, Geistern oder Schlimmerem. Wie sieht diese Dioptra aus? Wie eine Feuerschale. Aus drei Teilen. Durch ein Teil sieht man, mit einem misst man. Ich finde sie. Und du versuch nicht vor Angst zu sterben. Ich hab drei Stücke auch noch, wo man auf einmal random wissen, wo die sind. Ja, okay, nicht klar. Alter, lass das. Please. Das ist eine Höhle. Aha. Ich will mal da rein. Ah, Loot. Sehr schön. Aha. Ei. Pacheco. Ja, ich hab das ein dummes Gefühl. Dass die eventuell Diebe sind. Die wird dort dann mal sein. Hier sollte ich vorsichtig sein. Problem ist, die sind halt im Dunkeln, ne? Cool, das bin ich jetzt auch gerade. Aha. Also nur so meine Frage, aber ich muss ja da hoch, ne? Sie uns hier in die drücke V wieder für Weso. So, ist ja schön. Geheimeingang. Auch ganz nice. Kann der Vogel noch was anderes entdecken?
bin ich? Aha. Ach, da bin ich. Dann ist wieder hier, aber nee, nächstes finde ich gut. Ein Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Ja. Das ist korrekt, mein Hase. Oh, nö. Fällt ja gar nicht, wenn ich die halbe Bude hier abfackelt. Ach, Bajek, soll ich ins Wasser schmeißen, Mann? Du Grashalm. Du bist ein Lutsch. Der Mann manchmal. Sieht aus wie ein Teil der Dioptra. Ja. Wer kommt denn da jetzt? Komm doch. Ja, genau, ich hau als erstes zu nur bei, der Bastard trifft mal wieder nicht. Und danke für die Kameraführung, Ubisoft. Ihr seid Helder. Oh, ich sollte hier raus, wird heiß. Meine Fresse. Manchmal. Nach dem Feuerschwert ist jetzt alles ein Brand. So, was gibt's denn hier noch? Plündern. Und hier? Dieser Ort ist uralt. Er war schon heilig, bevor die Römer und Banditen herkamen. Ja, okay. Nette Info. Hä? Okay. Gut. Mehr aus. Ich hab Angst, dass was anzündet, der Alte. Ach, jetzt plünderst du. Du würdest für den Nanometer genau hinlaufen. Soll der andere Vogel sein? Weiß keiner. Ah doch, da Mann. So.